Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute mal wieder ein kleines Opening-Video. Wir wollen uns einmal den Inhalt des Great Vaults anschauen. Und da war ich wieder mehr oder minder fleißig. Ich habe letzte Woche nämlich einige Plus gespielt. Das waren, glaube ich, auf jeden Fall über 10 Stück. Dementsprechend müssten wir 3 M-Plus-Slots haben. Ich war auch im Raid unterwegs, und zwar bin ich ein bisschen HC gelaufen. Da müssten wir auch 3 Slots haben. Und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen PvP gemacht, da aber jetzt nicht so viel, das war nur so zwischen ein paar Keys zum Warten quasi, aber ich glaube, einen Slot müsste ich zumindest haben. Den werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, weil es halt ja dementsprechend ein bisschen Low-Rating technisch ausgefüllt ist nur und ich dementsprechend ja relativ lauen Loot kriege. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich werde wahrscheinlich sowieso dann den Mythic Plus Loot nehmen, denn der bringt einfach das höchste Item-Level. Außer natürlich, ich würde ein bestimmtes Trinket kriegen oder eine bestimmte Waffe. Aber ich würde sagen, da schauen wir einmal rein. Was ich gerne haben würde, ist das Trinket aus dem Mausoleum. Und zwar hier von Xymox. Das ist nämlich ziemlich gut. Moment, stellen wir mal hier auf, ich glaube beim DD ist es drin. Genau hier diese Truhe mit erhaltenen Schätzen. Die wäre ziemlich strong für einen Guardian. Wird natürlich dann nur im HC drin sein, aber selbst im HC ist die relativ stark. Mittlerweile habe ich zwar 2 Trinkets aus der Season, einmal das Death Trinket, das ich letzte Woche schon hatte. Und dann habe ich jetzt noch eins mit Agi und Versa, was auch nicht so verkehrt ist, weil ich ein bisschen wenig Versa auf dem kompletten Gear drauf habe und mich das doch ein gutes Stück mal hochpusht. Ne? Ich habe jetzt noch einen anderen Ring von Sylvanas im HC angezogen, der hat blöderweise kaum Versa drauf und das gleicht das Trinket so ein bisschen aus. Mit dem alten Ring habe ich den noch dabei, den habe ich anscheinend schon auf die Bank gepackt. Ich habe mal mein Inventar ein bisschen aufgeräumt, hatte ich so 30% Versa. Wenn ich das Trinket jetzt nicht anhabe, verdammt, das ist das Falsche. Das hier, seht ihr, bin ich nur noch bei 23. Also eigentlich 25 aufwärts will ich schon ganz gerne haben. Ne? Der Ring ist halt vom Item-Level ein gutes Stück nochmal höher. Vorher hatte ich einen 278er an. Also 20 Item-Level bringt mir natürlich einen Haufen Ausdauer mehr. Sehr viel Crit. Dafür nur ein kleiner Versa-Stat. Ne? Mal gucken, was wir drin haben. Letzte Woche habe ich ja den anderen Ring hier genommen. So, drückt mir die Daumen. Ich habe einmal auf DD gestellt. Vielleicht auch ein Set-Teil. Hände und Handgelenke würde ich auch ganz dringend brauchen. Eine Waffe. Nein. Was kriege ich denn hier für einen Dreck? Also, ich habe drin den Rücken ohne Versa. Kann ich nicht nehmen. Ich habe eine Waffe, eine Max-Waffe drin. Ohne Versa. Die ist 6 Item-Level höher mit... die kann ich eigentlich auch fast nicht nehmen. Ich habe richtigen Schrottloot drin. Und das hier habe ich schon an. Was mache ich da? Schwierig. Ich muss fast den Hals nehmen, ne? Das ist leider, davon ist halt nichts gut, ne? Ich bin echt überlegen, ob ich die Sockel nehme. Also gut, PvP-Trinket ist komplett für den Sack. Die Sachen sind halt alle leider low, ne? Vom Item-Level her. Das Trinket ist ganz okay, aber es ist, glaube ich, nicht so gut, ehrlich gesagt. Wir können mal schnell bei Blood Mold reinschauen. Aber ich meine, also Single Target könnte es wahrscheinlich nicht so verkehrt sein. Und zwar können wir einmal gucken. Trinkets und dann, ich vermute mal, Patchwork Single Target dürfte ganz okay sein. Hier. Ja gut, es ist immerhin das 5-Beste oder 1, 2, 3, 4, 5, das 6-Beste wäre es, ne? Hier hätte ich es im HC, dann wären wir hier. Ja, könnte man sich überlegen, ne? Für ein Single-Target. Multi-Target-Encounter ist es wahrscheinlich dann relativ Käse. Da sind wir eher hier unten. Wäre natürlich besser als die, die ich hätte. Seht ihr, das will ich halt haben. Diese Truhe mit den Schätzen. Wenn ich genug Materialien ready habe, dann werde ich mir das hier auch holen. Sprich, eigentlich macht es keinen Sinn, Trinket zu kaufen, weil das werde ich mir im HC holen. Und ihr seht, selbst im HC ist es besser als alles andere. Also klar, das Trinket wäre jetzt nicht schlecht, aber das werde ich nicht machen. Und als zweites will ich ein defensives nehmen. Ein offensives Trinket, ein defensives. Und das, was ich aktuell habe, mit Ausdauer quasi, finde ich gar nicht so schlecht. Mit dem Absorb-Effekt macht man ein bisschen Schaden, absorbiert man ein bisschen was. Ist eigentlich relativ nice. Deswegen, glaube ich, macht das Trinket keinen Sinn. Gut, hier hätte ich Handgelenke mit Versa. Könnte man... Ah ne, das sind Handschuhe, ne? Könnte man sich fast überlegen, ob man die nimmt.
Das wäre eine Überlegung tatsächlich wert. Sind halt nur 2,91, ne? Ist halt ein bisschen low. Die Schultern kann ich eigentlich knicken, weil dann nehme ich das Set und da habe ich schon auf 2,98 abgegradet. Den Umhang, da habe ich jetzt auch Set und der hat auch keinen Versa drauf. Die Waffe hat halt blöderweise auch keinen Versa, ne? 6 Item Level drauf, dafür kein Versa. Eigentlich ist das Beste, was ich machen kann, der Hals tatsächlich. Das ist halt schmerzlich, ne? Der ist halt nicht mehr... Also der ist okay. Ich bräuchte halt einen großen Versa-Stat anstatt einen kleinen. Jetzt habe ich den extra schon abgegradet, was mich natürlich auch ärgert. Ja, ist verzwickt. Egal, was ich mache, ist dumm. Waffe wäre wahrscheinlich vom Schaden her das größte Upgrade, ne? Ah, dann verliere ich so viel Versa. Warte mal, jetzt ziehe ich mal aus Spaß meine Waffe aus und schaue, auf wie viel Versa ich dann am Ende noch bin. 23 mit dem Trinket, das ich ja auch ausziehen. Ah, da habe ich nicht mehr 20% Versa. Also ich habe eine Bissliste letztens gesehen von einem Guardian und auf WoW Head, da haben die auch gesagt, ja, heißt es Biss, was ich nachvollziehen kann, offensiv auf jeden Fall. Ich habe den sogar mit Sockel, was ziemlich krass wäre. Aber wenn ich den Hals hier ausziehe, dann habe ich halt noch weniger Versa. Also ich weiß nicht, ob die Bissliste war wahrscheinlich rein offensiv. Ich kann halt nicht mit unter 20% Versa spielen, dann kriege ich halt so auf den Sack in den Keys, vor allem in den höheren. Ah, nee, wisst ihr was? Komm, wir nehmen den Hals hier. Und gut ist. Schauen wir mal, was wir für einen Key rauskriegen. Irgendein random 19er. Mal gucken, was wir da haben. Hoffentlich was Schönes. Tazawesh, das brauche ich jetzt eher weniger. So, ziehen wir mal den Hals an. Haben wir noch ein paar Stats mehr. Dann kann ich den alten weghauen. Jetzt bin ich beim Item-Level von 2,93. Wahrscheinlich Item-Level-technisch wäre am besten die Hände gewesen, ne? Die hätten mich hochgepusht, aber ich denke mal, die kriege ich aus dem Plus bestimmt auch noch. Und die kann ich ja dann sogar noch höher upgraden. So, das können wir auf jeden Fall schon mal weghauen. Und dann tun wir das mal unter M Plus hier einmal abspeichern. So. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Meintet ihr, die Waffe wäre besser gewesen? Max-Level oder Anführungszeichen für M Plus Loot zumindest. Max-Level-Waffe ohne Versa. Oder hätte ich die Handschuhe nehmen können? Oder vielleicht ein zweites DPS-Trinket, ne? Das Use-Trinket. Aber ich spiele ungern mit zwei Use-Trinkets, das ist halt auch immer die Sache, ne? Naja, so ist das. Nicht super-duper Loot, aber zumindest eine kleine Verbesserung. Okay, das war's mit dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.